Vor euch liegt das Dorf Spogelsen. Den ganzen Tag seid ihr mit beklemmendem Gefühl über die kiesige Straße gelaufen. Brennende Nesseln wuchern über den Weg, neben euch immer wieder tote Bäume, die aber weiterhin gelben Schleim durch die Wurzeln pumpen. Blätter hängen nicht an ihnen, nur weißer Ausfluss und rotes Sekret läuft aus den Astlöchern hinaus und kündet von ihrem unheiligen Leben. Niemals wart ihr Pereine und Zar so fern wie hier. Die Felder vor euch sind immerhin bestellt. Auch im Frühling, schon trotz der Kälte. Die Dorfbewohner, an die 20 Stück, stehen nun an der Palisade und schauen missmutig zu euch herüber. Allesamt richtige Bauern mit groben Stoffen, zerschlissener Wolle. Die Männer allesamt mit zotteligem, langen Vollbart und die Frauen mit dicken Zöpfen. Alle von ihnen, selbst die Kinder, tragen gespannte Bögen auf dem Rücken und einem Köcher an ihrem Gurt. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen in Spogelsen, am 4. Fex 1026 nach Bosbarans Fall. Gerade vorne ran vermutlich oder zumindest direkt neben dem Effat. Und wenn der keine Anstalten macht, die Menschen zu begrüßen, ich warte kurz ab. Ja, die ziehen, wie gesagt, die Gesichter so ein bisschen, runzeln die Stirn, schauen dann auch gerade eben auf euch, nicken dann dem Eferdi zu. Gibt es wohl ein paar Worte, er steigt auch ab und lässt euch dann ohne ein weiteres Wort dann in Ruhe, unterhält sich da wohl gerade mit zwei, drei Dorfältesten oder sowas. Hoffentlich können wir heute Nacht wieder in einem richtigen Bett schlafen. Was wäre was, meint ihr nicht? Das wäre hervorragend. Das wäre tatsächlich hervorragend, auch wenn ich die Hoffnung ein wenig aufgegeben habe, wenn ich mich umschaue. Naja, besser als auf den Bergen ist es auf jeden Fall. Aber ich muss mich erstmal umsehen, ob mir hier irgendwer sein Speer verkauft. Hier im Dorf? Vermutlich nicht. Wartet, bis wir in Kleinwartstein sind. Da wird man bestimmt eine Waffe für euch haben. Wie weit ist Ah, das denn wartet. noch? Ich würde sagen, bei Tagesreisen allerhöchstens. Und ihr traut euch das alleine so lange zu? Sicherlich. Noch sind wir ja in Weißtomrien. Wie Wartet das überhaupt da? da, bis ihr Kleinwartstein seht. Eine Festung, 8 Meter hohe Mauern und 4 Schritt breit. Wenn das hier Aha. Weißtomrien ist, dann will ich nicht das andere sehen. Da. Habt ihr denn schon mal bei seiner Verteidigung geholfen oder wann war das letzte Mal eine Schlacht in dieser Festung? Bei solchen Kleinwartstein? Mauern? Nein, dort war ich leider nicht. Soweit ich weiß, hat man die Barbarianer dort aufgehalten. Am Übergang über die Tobimora, so wie bei Evelried. Oh, Selbst das. bin ich aber dort gewesen, das war. Da war ich 12, denke ich. Das heißt, die Tobimora ist schwer zu überbrücken, woher? Ja, besonders um diese Jahreszeit. Wenn der Schnee schmilzt, was er gerade in diesem viel zu warmen Landstrich hier tun dürfte. Das ist ja ein reißender Fluss und man kann ihn nur in einigen Brücken überqueren. Es gibt eine hier bei Kleinwartstein, eine weiter den Fluss runter bei Ebelried und die nächste kommt erst irgendwo vor Mendena. Ich weiß gerade nicht, wie der Ort heißt. Das Habt ihr ist euch aber schon dann. Pläne gemacht, wie wir denn die Brücke überqueren? Wir sagen, wir sind ein Sperrkommando und werden rübergelassen. Hoffe ich mal. Ansonsten werden wir uns mit Bruder seiner Gnaden Dracodan auseinandersetzen müssen. Er wird sicherlich ein, zwei Takte dazu zu sagen haben. Das klingt vernünftig. Wir werden kaum die Zeit haben, eine Brücke zu bauen. Ey, ihr da, was ist jetzt mit euch? Wollt ihr auch rein? Eine Frau, die da Bäuerin ziemlich kräftig die Hände in die Hüften gestemmt hat. Der Fedi ist wohl gerade durch eine Tür rein in, naja, ein größeres Haus, einen größeren Stall gegangen. Oh, aber natürlich, ja, vielen Dank, Kranz. Wir haben nicht den ganzen Tag offen. Immerhin ist das hier keine Taverne in Gareth. Sie wedelt ein bisschen mit ihren Händen in der Luft rum. Und das will ich doch gehofft haben. Die Tavernen in Gareth sind viel zu voll und viel zu laut. Ihr kommt pünktlich um 6 einmal Essen auf den Tisch und dann war's das. Und wenn ihr nicht da seid, dann kriegt ihr halt nichts. Das klingt vernünftig. Ja, dann Wie geht die beeilt Mutter so? euch, bindet euer Pferd da an. Wasser könnt ihr selbst holen. Glaubt ihr, wir machen hier für den Adel die Beine breit oder was? Ich erwarte, dass der Adel mit Respekt behandelt wird. Mein Wasser kann ich mir in der Tat selbst holen. Ach ja, und was wollt ihr sonst machen? Was will sie?
Was wollt ihr sonst machen, habe ich gefragt. Wenn wir euch nicht mit Respekt behandeln. Das Wappen kenne ich wohl. Dunkelsteiner. Ei. Was meint ihr, warum die Feste Kleinwartstein gefallen ist? Wegen euch. Kleinwartstein ist gefallen? Schon vor mehreren Jahren. Das kann ich mir nicht vorstellen. Kleinwartstein kann nicht fallen. Habt ihr die gesehen? Interessiert mich nicht. Entweder ihr geht jetzt rein, ihr bindet euer Pferd an, oder ihr geht mit hungrigem Magen ins Bett. Ich gehe da noch rein und schüttel währenddessen noch den Kopf. Kleinwartstein gefallen. Hört euch die Frau an. Ja, Bisrabu steht jetzt, ohne dass sich irgendjemand um ihn gekümmert hat. Ich hab doch gerade gesagt, ich bin ihn an. Ja, ich nehme meine Sachen von meinem Pferd, von seinem Pferd. Gibt es dort einen Stall? Es gibt ein paar Balken und, es ist so ein offenes Gehöft, sag ich mal. Ist wohl mehrere Male eingestürzt, wieder ein bisschen aufgebaut. Man hat sich da jetzt nicht mehr drum bemüht, dass man da noch Wände einzieht. Und, kannst du es anbinden, da steht auch ein bisschen Stroh rum, aber ein richtiger Stall ist das nicht, nein. Na gut, aber Pferdetränke ist leer, bis wo steht da jetzt einfach angeleint. Den Esel anbinden. Kann man es nachmessen. Heu halten. Wahrscheinlich mit Heißhunger verzehren wird. Und ja, ihm die Satteltaschen vielleicht abnehmen irgendwie. Ja, ich helfe natürlich Alricio. Ein wenig unseren Esel tätschern. Ah, das hast du gut gemacht, Leonardo. Ach, heute kannst du dich ausruhen. Mauricio, kommt ihr wohl? Die Türe können wir uns nach dem Essen bekümmern. Sofort. Amnerlauf, nehmt ihr diese Tasche? Haben nämlich den Rest. Natürlich. Gut. Ich hab Leonardo nochmal gegen die Schenkel, gegen die Seite. Brate dir hin. Ich muss zugeben, eine unserer besten Investitionen überhaupt. Ja, da habt ihr wohl recht. Esel sind ein sehr zuverlässige Kreaturen. Da habe ich so viele schlechte Sachen gehört. Also, wahrlich, verstehe ich gar nicht. Ja, dieser Ragnar, der kann einfach mit Esel nicht umgehen. Torvala. Das stimmt wohl. Die können nur mit der Rumflasche umgehen. Ach, da ist ein guter Wein, so viel besser. Ja. Lass uns reingehen. Natürlich. Es riecht nach Speck. Glaube ich. Ja, du schaust dich noch ein bisschen um. Das Dorf sieht anders aus, als du es eigentlich aus dem Mittelreich oder aus dem Horasreich gewöhnt bist. Man hat die einzelnen Gebäude dahin gesetzt, wo gerade Platz war. Ein wirkliches Dorfzentrum gibt es gar nicht. Ein Brunnen in der Mitte, Taverne in der Mitte gibt es nicht. Aber wenn du dann an die, Taverne ist es wie gesagt auch nicht. Wenn du dann an dieses etwas größere Haus, blickst dich nochmal um, gehst, kannst du erkennen, dass da wohl noch so eine kleine Eisenplatine angebracht ist, mit einer Ehrung oder sowas drauf, ein Name, der da wohl von irgendeiner, was ist das, irgendeine Landadlige, die hier gefallen ist, die dann wohl eben auf den Namen Yandelin verweist. Yandelin. Ich werde wohl Hirodin nach diesem Namen fragen müssen. Ich ziehe halt die Tür auf zum Gaststube wahrscheinlich dann. Ja, du schaust rein, siehst da auch, wie Jerodin Jalan in der Tür steht. Das ist einfach ein Stall. Wie gesagt, da hat man dann jetzt auch wirklich mal die Wände weiter rausgenommen, bis in den Öffner. Da kannst du auch noch die einzelnen Stelle sehen, wo man dann Pferde in diese kleinen Gassen reintut und wurde alles rausgenommen, hat man einfach Tische hingestellt, alles ist noch mit Stroh ausgelegt. Gasthaus ist das nicht. In der einen Ecke kannst du noch einen Kamin dann sehen, der da reingebaut worden ist, dass man da eben wenigstens noch ein bisschen Abluft erzeugen kann. Es ist kalt hier drin, zugig, windig, einige Löcher, die auch in den Bretterfassaden sind. Und die 20 Leute haben dann hier wohl Platz genommen. Allesamt warten sie dann hier, dass sie hier wohl bekocht werden. Das ist wohl die einzige Feuerstelle im Dorf. Hirodin, was für ein bezauberndes Plätzchen in Tobrien. Gute tobrische Rustikalität. Muss man auch zu schätzen wissen. Ich will in Gareth wohnen und hier im Fenster noch mal noch Glasscheiben hängen.
Es hat einen gewissen rustikalen Charme, das gebe ich zu. Es wird wohl gehen. Habt ihr schon einen Platz gefunden? Ich blick mich mal um, wo sitzen denn unsere Kameraden? Die werden schon drin sein, oder? Nee, natürlich nicht. Die haben sich erstmal um die Satteltaschen gekümmert. Du warst der Erste, der drin war. Hast einfach alles stehen und liegen lassen an deinem Pferd. Und kommt gerade schwer beladen Ömer rein mit der Satteltasche und Torgosch. Allesamt kommen sie jetzt hinter dir rein. Du warst der Erste. War sehr insistent, dass wir pünktlich sind. Dann wird sich am ersten freien Tisch niedergelassen. Na, kommt wohl. Jetzt uns hier hin, essen. Dann können wir uns um unsere Angelegenheiten bekümmern. Okay. Endlich sitzen auf dem Stuhl. Vor allen Dingen ist es hier nicht mehr so saukalt. Das ist jetzt mal ein Schritt in die richtige Richtung. Oh, schön. Da kann man ja sogar mal die Handschuhe ausziehen. Und Eisemann nimmt seine Handschuhe, legt sie auf den Tisch. Oh, schön. Gefühlt eine Woche her, dass ich das mal machen konnte. Was gibt's denn? Hast schon irgendwas rausgefunden? Noch hier gar nichts. Ich schau mal, gibt's hier irgendwo eine Stundenkerze? Ja, es gibt hier ein paar Kerzen, aber Stundenkerze? Nee, nicht, dass du wüsstest. Immer steht man, nachdem er seinen Rucksack abgestellt hat und die Jacke über den Stuhl gehangen hat, einfach auf, kramt ihn, fängt seinen Rucksack an zu kramen, holt sich ein Holzschälchen raus und seinen Göffel und bewegt sich, steht auf und bewegt sich anscheinend nach vorne durch den Raum hindurch. Ja, da wo immer dann stehen bleibt, könnt ihr erkennen, ist wohl eine kleine Schlange. Einige Dorfbewohner essen schon und er stellt sich da jetzt ein, ist wohl irgendwie der Sechste gerade. Vor ihm eben, wie gesagt, noch fünf andere und warten dann wohl alle, dass sie da sich das Essen abholen. Keine Bedienung. Dann wird es wohl schon Essenszeit sein. Ich lege auch erstmal mein Zeug hier unter dem Tisch ab. Gerudin, habt ihr die Schankmarkt gesehen? Ich denke nicht, dass hier ausgeschenkt wird. Tobrisch, also. Nun gut. Gewöhnlich schreibt man auch bei uns zu Hause die Gastfreundschaft sehr groß. Ich weiß nicht, was hier los ist. Ich fürchte ja, man mag uns nicht, so wie wir aussehen. Aber sind wir doch so sympathisch. Vermutlich hat man Trafi einfach seit langem nichts gesehen hier. Ja, Draco Effadan hat sich jetzt auch schon gerade zu ein paar anderen Dorfbewohnern gesetzt, klopft den gerade auf die Schulter. Und krault sich selber so ein bisschen durch seinen langen Bart. Sieht echt aus wie ein richtiger Tobria, jetzt gerade wenn ihr ihn noch zwischen den anderen Bauern seht. Nur dass er eben keine dicke Wollkleidung trägt, sondern seinen ephärischen Rock, die Ordenstracht. Nun gut, lasst uns etwas essen, damit ich bis Frau Bohn endlich mal striegeln kann. Das ist nötig. Ich kram meinem Rucksack wahrscheinlich nach dem Teller und einen Löffel. Schmeißt aber die Hälfte raus, packt die Hälfte wieder rein danach. Und stell mich die Schlange hinten an, hinter Ömer. Stell mich auch an. Ich auch. Ja, guck mal, wie das schmeckt, ne? Ich stell mich auch an. Ja, nach und nach werdet ihr dann in der Schlange weitergehen. Ömer bekommt natürlich als Erstes. Danach darf dann der erste Magier und als Jalan an der Reihe ist, wird er wohl direkt weiter gedrückt von der etwas fülligeren Frau und sie schenkt ihm erstmal nicht ein, drückt ihn einfach beiseite. Und der Magier, der dann hinter ihr steht, wird dann erstmal sein Suppenschälchen gefüllt bekommen. Ich tue das erstmal als Missverständnis ab und stelle mich mal hinter. Hinterlinks wieder. Komm, wie heißt er denn? Eisenmann? Nein, ich meine unseren Magier, dessen Name nicht Alricio, sondern Amenelaus. Amenelaus. Och, ich bin ja wohl ein Stück verrutscht, verzeiht. Ja, sie geht dann mit der Suppenschüssel, sie ist wohl, dass nicht mehr ganz viel in dem Topf drin ist. Die letzte wird nochmal ausgekratzt und dann geht sie an die vorbei und der letzte schwenkt, bekommt dann Toro schon sein Schüsselchen. Ah, danke. Riecht gut. Oh, das tut mir aber leid. Ja, ist die Suppe wohl gerade alle? Ihr guckt dann so ein bisschen in eure hölzerne Schälchen rein. Das ist wohl Kohlsuppe, gelbe Kohlsuppe.
aber von Speck oder Käse keine Spur. Mhm, natürlich. Kommt, Jodi, ihr könnt von mir etwas haben. Ich werfe noch einen grimmigen Blick nach und mache ich dann zurück mit den anderen. Dunkelsteiner werden hier nicht bedient. Also ich teile meine Portion wieder mit Jerodin, wenn er will. Lass gut sein, ich werde mir draußen einfach ein Stück Hartwurst noch essen. Ich probiere das mal, wie schmeckt das denn? Ja, gelbe Kohlsuppe. Fad, bitter. Es schmeckt echt eklig bitter. Aber es füllt den Bauch, es ist heiß. Es ist schon echt enttäuschend. Es ist schon echt enttäuschend. Dass man dafür sein Leben riskiert, so kurz vor Yol'Gurmak hätte man vielleicht noch so einen richtigen Leckerbissen sie sich freuen können. Man weiß natürlich, dass das Essen in Yol'Gurmak noch furchtbarer wird, aber das ist schon richtig eine Enttäuschung. Dann krabe ich mal kurz in meinem Rucksack. Wir haben ja bestimmt noch ordentlich Fisch und auch vermutlich ein paar Tiere schießen können auf dem Berg und kratze mal noch so ein bisschen Fisch in meine Suppe und ein bisschen Fleisch. Ja, mal gucken. Da fehlte ein bisschen Substanz bei meiner. Vielleicht hatte ich die falsche Kelle erwischt. Ich mache mich auf den Weg nach draußen und jetzt, wo die Zeit nicht mehr drin, kann ich auch erstmal die Satteltaschen abmachen und da die letzten Reste Zwiebacke rauskratzen. Ich habe mir noch ein bisschen Fleisch eingeschlagen, wer weiß. Irgendwas Essbares wird sich finden. Ja. Ungastlich sind sie auf alle Fälle. Respektieren den Adel nicht, aber du kannst da wirklich dann von den letzten Vorräten, die dann gejagt worden sind, essen und so könnt ihr allesamt noch einmal in Ruhe essen. Irgendwas, was ihr in Spogelsen tun wollt. Mach immer erst. So, ja. Abdulon wird ein wenig durch die Gegend laufen und will ganz gerne erfahren, wie denn hier so das Leben ist. Er ist ja Ptolemide und kommt aus dem Süden. Das will er ganz gerne immer so vorgeben und wissen, wie man denn hier so lebt und hier, wie das mit dem Kohlanbau funktioniert. Die Lande sehen teilweise so unschön verwüstet aus. Er wird sich einfach mal schlau machen, wie das hier sozusagen das Leben für die Bauern ist. Von der einfachen Art her, die er selber auch darstellt, wenn er auch nie Bauer war. Oder doch zum unteren Volk. Ja, setzt sich dann zu den anderen Leuten, vielleicht auch gerade dann zu dem Ferdi. Da ist noch ein bisschen Platz am Tisch und die können dir dann erzählen, dass das Leben hart ist. Spogelsen erst vor kurzem wieder im Aufbau, hat man sich zu entschieden, dass man sich dann versucht, wieder ein bisschen auszubreiten. Mal versucht mit Kohl anbauen, Borntoffeln funktionieren hier wohl nicht. Man importiert dann auch das gute Schwarzbrot aus den anderen Regionen, wenn man dann aus Pareine-Furten oder sowas ein paar Sachen bekommt, aber ist es echt hart, ist es richtig, richtig hart. Der Kontakt nach Valusa ist natürlich auch abgebrochen und das Einzige, was dann hier irgendwie noch funktioniert, ist dann so ein bisschen sporadisch mal ein paar Händler, die über die schwarze Sichel kommen. Aber mit Händlern handeln tun die wahrscheinlich eher über Tauschhandel nur, ne? Nicht über Bargeld, weil sie wahrscheinlich kaum Bargeld besitzen. Nee, also wie gesagt, die sind dann ausgezogen, vertriebene Leute, selber kommen sie gar nicht aus Spogelsen, haben das dann im Laufe der Zeit wieder entdeckt. Da waren wohl Flüchtlinge aus den anderen Bereichen, das was jetzt Schwarztobrien ist, weiter über die Flüsse rüber, aber naja, man hilft sich eben gegenseitig, das ganze Dorf funktioniert noch nicht mit Geld, das heißt, jeder packt überall an und gibt dann ein paar Leute, die gehen dann in den Wald, schnitzen sich dann irgendwelche Pfeile und stellen die dann zur Verfügung. Wirkliche Waffen aus Eisen gibt es nicht, alle sind wie gesagt mit Bogen unterwegs, die dann immer gespannt sind, was dann eben auch dazu führt, dass man viele Seen auch nachmachen muss. Aber die Jäger haben sich wohl auf die wenigen Tiere spezialisiert, die man hier noch schießen kann, die sich aber auch sehr stark verändert haben. Die Rehe greifen an, sind blutsüchtig, auch die Eichhörnchen, alles was irgendwie früher lieb und nett war, ist mittlerweile verkommen und giert nach Blut, sodass dann eben auch sehr einfache Tiere sehr gefährlich werden können. Wie ist das mit den schwarzen Landen, der Tobimora und so? Was weiß man da über die Tobimora? Wie wird der Feind zurückgehalten? Fragt man einfach mal so rum. Es gibt
den, ja, die Tobimore als natürliche Grenze hält man sich von fern, weil das Wasser schwarz geworden ist, irgendwas an, was an Burg Tobelstein vor sich ging, wo dann die Quelle entspringt. Man ist sich nicht ganz sicher, wem das gehört. Ja, der einzige Kontakt besteht dann über Kleinwartstein, wo es dann eine Brücke nach Süden und eine Brücke nach Ost gibt. Und da halten dann wohl die tapferen Rittersleute die Schwarztobria ab, über die Brücke zu kommen. Vor 2 Jahren haben sie das wohl aber nicht ganz geschafft. Da ist dann Kleinwartstein mehrere Male angegriffen worden, galt früher als unbesiegbar, aber dann ist es tatsächlich restlos vernichtet worden durch einen dämonischen Angriff. Und ja, seitdem verflucht man unter anderem auch die Dunkelsteiner durch Verrat, durch Niedertracht und Tücke. Hat dann besonders einer der Dunkelsteiner da dann den Sieg für die Schwarztobria erwirtschaftet. Dabei ist dann auch eine Landgräfin gestorben, Jandelin von Spogelsen, die hier noch sehr hoch gehalten wird. Ach, die örtliche Gräfin hier ist tot und das durch einen Verrat der Dunkelsteiner. Ja, okay. Abdulon scheint damit zufrieden zu sein und ja. Wird sich auch erstmal noch ein bisschen jetzt hier wirklich damit beschäftigen, sich mal zu entspannen. Ja. Und ja, Draco gibt ja auch noch mit auf den Weg, dass ihr allesamt früh schlafen gehen sollt, weil der nächste Tag wird für euch ein Gewaltmarsch. 40 Meilen müsst ihr machen und ohne Pferd wird das wirklich anstrengend, dass man da auf Pausen verzichten muss. Und da muss man sich seine Kräfte wirklich einteilen, damit man dann Kleinwartstein überhaupt erreicht. Sonst muss man nochmal in der Wildnis übernachten und das will er auf gar keinen Fall. Er selbst mit Pferd, das ist kein Problem, aber naja, wenn ihr eben zu Fuß seid, das wird ein richtig harter Tag. Abdulon befolgt den Rat. Gut. Ich möchte 3 Dinge tun. Ja. Zum einen mich natürlich endlich mal in Ruhe um Mistfrauenwohl kümmern, der sich auch wohl freuen wird, heute Nacht einen Unterstand zu haben. Und ihm die Sachen, die mal alle abnehmen, ihn vernünftig zurechtstriegeln. Und ihn ein bisschen Heu füttern, weil es in letzter Zeit auch eher knapp war, falls hier welches rumliegt. Ansonsten muss er sich mit dem Hafer weiter begnügen. Wenn das erledigt ist, möchte ich mich im Dorf umschauen, ob es einen Schrein oder einen Tempel gibt, der noch steht. Von Pereine, ist aber neu aufgebaut. Möchte ich mich da eine halbe Stunde zum Beten hin zurückziehen, aber auch generell allen Göttern dafür danken, dass wir es heil über die Sichel geschafft haben. Und dann möchte ich, Bruder Efferdan aufsuchen und ihn nach dem Übergang über die Tobimore ausquetschen. Was tun die anderen? Ich würde gerne eine Striegellektion bei Jala nehmen, wenn man sein Pferd ordentlich abreibt und sauber macht und was man mal machen, wo man anfassen soll, wo man anfangen soll, wo man nicht anfassen soll. Und mich möglichst gut um Leonardo, den Esel, kümmern. Und als zweites mich umhorchen, ob es hier im Dorf einen Schuster gibt, der meine Stiefel, die mehr wie notdürftig geflickt sind, wieder in Ordnung bringen kann. Kurzfristig. Ja, das soll funktionieren, den wirst du sogar finden. Ich verzichte jetzt einfach mal auf eine Charisma-Probe, auch wenn du zusammen mit dem Dunkelsteiner angekommen bist. Er würde dich aber fragen, ob du den Esel verkaufst. Nein, auf keinen Fall. Bitte. Ansonsten auch keine Tiere, die du hier siehst, die machen alles noch per Hand. Und ja, würde dann aber auch deine Schuhe wieder flicken. Freut sich über ein bisschen Geld, was du ihm da lässt, einfach damit er dann selber Dinge kaufen kann bei einem vorbeiziehenden Händler. Aber er würde es auch umsonst machen. Das ist hier einfach so üblich. Ich würde ihm schon angemessen belohnen, also entlohnen und ja. Ja, lerne ich was von Jalan, wie man einen Esel behandelt? Wenn er herbeikommt, helfe ich ihm auch bei seinem Leonardo. Pass auf. Erstmal. Also erst einmal musst du hier, gerade bei Wilstrambul, muss man hier hinten ganz vorsichtig sein. Ich nehme an, bei Leonardo kannst du da ein bisschen gröber rangehen. Dass du den Dreck gut vernünftig rausbekommst. Dann musst du darauf achten, denn wenn dir der zwischen die Satteldecke und die Haut kommt, reibt er dir die ganze Haut auf von dem Gaul. Ah. Ich meine, euren Satteltaschen ist das vermutlich nicht so kritisch, aber wenn du dann raus sitzt mit Rüstung, ist da schon ordentlich Druck hinter. Fängt man von hinten nach vorne an oder umgekehrt? Immer mit dem Strich. Ich meine davon vom Hinterteil zum Kopf oder? Nein, ja, vorne natürlich. Achso, weil du sagst, ach, ich wollte dich nicht stören, aber bitte ruhig weiter, erzählt. Ja, das wird noch ein wenig über die richtige Striegelrichtung bei Tieren gefachsimpelt. Iolaos. Ich halte mich auch bei den beiden auf.
schaue auch so ein bisschen zu, höre ihnen aufmerksam zu, aber spreche dann eher leise zu den beiden. Nun, wenn die Lage überall so hier ist in diesen Landen, mache ich mir durchaus Sorgen, dass wir einen Rückweg niemals schaffen werden. Was soll das denn heißen? Natürlich schaffen wir den Rückweg. Nicht nochmal über dieselbe Route. Der Schnee schmilzt doch. Als wir wieder auf dem Rückweg sind, wird es dort oben deutlich bequemer sein. Das mag sein, aber ich bezweifle, dass wir irgendwo genügend Vorräte bekommen können. Vor allem werden die Wege nicht schlammiger, wenn der Schnee schmilzt? Das schon, aber wir werden zumindest nicht mehr erfrieren. Wenn diese Suppe wirklich das ist, was hier immer gegessen wird und es in der Nähe nirgendwo irgendein geheimes Vorratslager gibt, denke ich nicht, dass wir Vorräte bekommen können, um so eine Reise nochmal zu überstehen. Bis nach Yolgomax sind es 3, vielleicht 4 Tage. Zu Fuß wurde ja 4. Im Rückweg nochmal genauso viele. Auf dem Weg werden wir uns mit dem begnügen müssen, was wir kriegen können. Sobald wir wieder in den Bergen sind, können wir auch wieder jagen. Vielleicht sollten wir unsere Vorräte einteilen, rationieren. Ja, wir sollten so viel von dem essen, was wir hier unten bekommen können. Vielleicht wäre es praktischer, auf dem Rückweg eine andere Route einzuschlagen. Wir könnten es versuchen, wenn wir wieder über die Tobimora kommen, dann über Valusa. Das würde aber sehr lange dauern. Wir könnten Richtung Bornland reisen. Sag ich ja, über Valusa. Dann müssten wir allerdings, wie gesagt, die Tobimora überqueren und dann durch die Bergwildnis reisen. Oben gibt es Drachen. Ich weiß nicht, wie das unseren Zwergen gefällt. Oh, sie werden sich wahrscheinlich darum reißen, dorthin zu reisen dann. Ansonsten, Beilung wird zu weit weg sein. Dafür müssten wir durch die Varonkal. Und andere Ziele sehe ich nicht. Vielleicht das werden die Möglichkeiten sein. Ein paar Pferde stehlen. Es ziemt sich zwar nicht, Pferde zu stehlen, aber ja, nun ja. Habt ihr die Tiere hier gesehen? Ich meine, ich bezweifle, dass keine Tiere hier. Yolgomak, meinte ich. Ich bezweifle, dass es dort unten noch irgendetwas gibt, was nennenswerter als gutes tropisches Halbpferd durchgeht. Die werden alle, ich weiß nicht. Wenn es hier so aussieht, ich denke nicht, dass in der Umgebung von Yolgomak viel mehr gefarmt wird. Die werden vermutlich alle, ich weiß auch nicht, untot sein oder verdorben oder was auch immer. Macht euch keine Hoffnung. Ja, Torgor schritt dann nach und nach in der Schenke mal an die verschiedenen Tische heran und fragt nach einem Speer, vielleicht sogar in Zwerggröße. Die Leute haben keine Metallspitze für dich. Sie können dir natürlich einen einfachen Stab, können sie dir geben, anfertigen. Das würde wohl funktionieren, aber eine Speerspitze könntest du da nicht bekommen. Ja, wenn die keine Speerspitze auch nicht aus Stein haben, dann nehme ich halt ein Holzspeer ohne Steinspitze. Oh, Zwerg. Steine solltest du hier nicht aufheben. Auch beim Holz musst du vorsichtig sein. Das ganze Land ist verpestet. Ja, aber besser als ohne Speer, oder nicht? Was ist denn mit deinem Zwergenbruder? Ich sehe, er hat da noch die ein oder andere Axt in seinem Gürtel baumeln. Ja, oder die braucht ihr auch nicht selber zu verteidigen, ne? Wie ihr meint. Also, ich kann euch einen Stab kann ich euch anbieten. Wir haben noch ein paar bei uns, aber wie gesagt, den denn vorne anspitzen, dass ich den wie ein Speer benutzen kann. Ja, das soll wohl gehen. Kann ich dir geben. Gut, was willst du dafür? Kann ich dir geben. Also Stäbe anspitzen. Was soll ich dir das dafür abverlangen? Ein Silber oder was? Nein, gebe ich dir so. Das ist nett von dir. Ja, ich meine, das ist ja auch blöd, wenn jetzt ein Zwerg weit gereist herkommt und dann noch vor der Tobimora fällt. Da habe ich ja auch nichts von. Ja, das stimmt natürlich. Ich meine, wenn ihr schon freiwillig die Reise antretet, dann will ich auch, dass ihr wenigstens, mindestens 2 mitnehmt. Ja, gut, ihr Zwerge seid halb so groß, dann reicht's, wenn ihr einen mitnehmt, aber. Ich werde mein Möglichstes tun. Je mehr du vorher in den Tod mitnimmst, bevor du dann zu Boron gehst oder zu deinem Ingrim, da habe ich ja auch viel von. Nee, ich geb dir einen Stock oder kannst du anspitzen, ich geb dir auch ein Messer, aber brauche ich nachher wieder. Danke.